Moin Freunde des gepflegten Sneaker Game, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video auf meinem Kanal. Der Oktober ist ja jetzt mehr oder weniger zu Ende, das bedeutet, es steht ein neuer Monat vor der Tür und es ist jetzt in dem Moment auch nichts Kleineres als der Anfang der Holiday Season und wie sich im Laufe dieses Videos auf jeden Fall noch rausstellen wird, sind da ein paar richtig krasse Banger dabei und dieser Monat wird auf jeden Fall ziemlich heftig. Bevor wir aber eigentlich zu den Releases kommen, möchte ich hier jetzt nochmal kurz mit einem anderen Punkt starten, denn ich nehme heute ausnahmsweise mal Samstagmorgens auf. Und ihr alle wisst ja, heute ist der Air Jordan 4 Midnight Navy gedroppt. Ich hatte tatsächlich mal wieder Glück und konnte mir beim Drop tatsächlich ein paar für Personal sichern. Mich würde jetzt in dem Zusammenhang aber natürlich interessieren, wieso die Ausbeute unter euch war. Heißt, konntet ihr euch hier euer Paar für Personal sichern? Und wenn nicht, werdet ihr euch euer Paar dann noch im Resale kaufen? Oder sagt ihr vielleicht, dass ihr tatsächlich euch auf die nächsten Drops konzentriert? Denn, wie ich es gerade schon mal kurz angeteased habe, dieser Monat wird unfassbar krass. Schreibt es mir doch gerne mal unten in die Kommentare. Damit würde ich aber sagen, legen wir auch schon straight los, denn wir haben eine Menge zu besprechen. Und den Anfang mache ich hier jetzt mit zwei neuen alten Colorways, nämlich dem Nike Dunk Low Kentucky und dem Nike Dunk Low Syracuse. Beide sind ja rumored to drop am 1.11. und ich habe jetzt hier neue Infos für euch, denn tatsächlich laufen schon ein bis zwei Raffles für diese Colorways, zum Beispiel bei Beasten oder eben auch bei Asphaltgold. Hier könnt ihr euch also schon anmelden und das Ganze ist eben auch ein gutes Indiz dahingehend, dass hier vielleicht der Drop über Nike Sneakers oder auch Nike normal gar nicht mehr so weit entfernt ist und wir hier tatsächlich dann einen relativ großen Restock sehen werden. Ich meine, zu beiden Schuhen brauche ich, glaube ich, nicht allzu viel sagen. Es sind zwei der ikonischsten Nike Dunk Low Colorways. Unfassbar clean, sehen einfach unfassbar gut aus. Aber jetzt gibt es noch ein kleines Aber, was ich hier dazu sagen muss. Einfach auch im Hinblick auf das Thema Resell. Ich werde hier natürlich auch für die anderen Drops, die jetzt noch vor meinem Mittwochsvideo kommen, meine Prediction über die Instagram Story machen. Das mal so auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist hier eine wichtige Info für beide Nike Dunks, dass sie tatsächlich neu produziert wurden. Warum sage ich das in dem Zusammenhang? Es ist hier einfach wichtig im Hinblick dahingehend, dass sie auf der einen Seite für die Reseller hier natürlich dann neu gelistet werden müssen. Das heißt, ihr könnt euch nicht an den Preis von den 2020 Versionen orientieren, sondern es findet hier eine komplett neue Einpreisung statt. Und für all diejenigen, die sich diese Paare jetzt hier für Personal sichern möchten, ist es natürlich auch relevant, weil das eben auch einen Einfluss auf die Qualität haben kann. Wir haben jetzt hier in den vergangenen Wochen und Monaten doch ein paar Dunks gesehen, wo die Qualität nicht ganz so gut war. Ich hoffe natürlich, dass sich Nike hier wieder auf alte Standards beruft und die Qualität von zumindest den beiden Colorways hier deutlich besser ist. Aber behaltet das bitte im Hinterkopf. Die Schuhe sind dieses Jahr produziert worden. Das bedeutet, es könnte unter Umständen sein, dass die Qualität hier leidet. Am 1.11. soll aber auch noch ein weiterer Schuh droppen, nämlich einen Nike Dunk High im Blue Chill bzw. der Homer Simpson Colorway. Ich muss sagen, mir gefällt dieser Schuh sehr, sehr gut, weil wir hier einfach wieder einen weiteren Nike Dunk High mit einer weißen Basis und einem UNC-artigen Farbton haben. Er ist auf jeden Fall clean und aufgrund dieser Farbe gehe ich auch davon aus, dass die Nachfrage für Nike Dunk Highs in dem Zusammenhang hier etwas höher sein wird. Das bedeutet, es wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach sein, den Schuh zu bekommen, weil einfach die blauen Farbtöne und vor allem die, die in die Richtung UNC gehen, hier eine etwas höhere Nachfrage haben. In meinen Augen aber auf jeden Fall ein ziemlich cooler Nike Dunk High Colorway, aber die Qualität sieht jetzt hier auf den Fotos nicht allzu bombe aus, deswegen auch hier vielleicht eher auf jeden Fall für Personal für den Schuh gehen, wenn ihr ihn gerne selber rocken möchtet. Beim Reselling bin ich mir hier tatsächlich nicht ganz so sicher, ob es so intelligent ist. Auch wenn der Schuh hier vielleicht Potenzial hat, würde ich den Schuh doch tatsächlich den Leuten überlassen, die ihn gerne für Personal haben möchten. Denn ich gehe davon aus, dass mit der etwas schlechteren Qualität vermutlich und eben der Tatsache, dass es ein Nike Dunk High ist, es hier auf jeden Fall schwer werden wird, den Schuh zu bekommen, aber eben eher für Personal und nicht für Reselling. Ein weiterer Schuh, den ich hier unbedingt gerne noch aufnehmen möchte, weil ich ihn gefunden habe und eigentlich auch wirklich verdammt clean finde. In der letzten Zeit häufen sich ja die Air Jordan 1 mit Colorways, die wirklich nice aussehen. Und auch hier habe ich tatsächlich einen gefunden, der schon in der Nike-App gelistet ist. Und ich betitle ihn jetzt mal hier als Lakers Colorway, weil wir hier einfach die typischen Lakers-Farben haben mit dem Goldgelb und dem Lila. Ich muss sagen, mir gefällt dieser Colorway sehr, sehr gut. Die Stocknummers werden hier hoffentlich wahrscheinlich relativ hoch sein. Das bedeutet für all diejenigen unter euch, die sich den Schuh gerne für Personal sichern möchten,
Ich glaube, ihr habt hier gute Chancen, dass ihr euch euer Paar sichern könnt, aber es wird auf jeden Fall trotzdem nicht leicht werden, weil dieser Schuh einfach unfassbar clean ist in meinen Augen und dementsprechend hier wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Leute für den Schuh gehen werden. Aber auch ein weiteres Indiz dahingehend, dass Nike versucht jetzt auch die Mids ein bisschen besser zu pushen mit niceren Colorways, denn wir hatten ja schon den Hyper Royal vor 1, 2, 3 Wochen, ich weiß nicht mehr genau, wann der Drop war, jetzt ein weiterer, der wirklich gut aussieht. Ich hoffe, dass sie hier einfach weiter so machen, denn was sie so in der letzten Zeit gezeigt haben, ist auf jeden Fall ein deutlich besseres Bild, was sie davor so veröffentlicht haben. Und wo wir gerade bei den Schuhen sind, die tatsächlich schon gelistet sind, habe ich hier natürlich noch einen für euch, denn am 3.11. ist in der Nike Sneakers App ein weiterer neuer Air Force One gelistet worden. Zu diesem Schuh habe ich tatsächlich auch schon ein paar Rückfragen erhalten und es ist in dem Fall hier der Anniversary, der in einem äußerst krassen Colorway gehalten ist, nämlich wieder hier so eine Art UNC Colorway. Die Nachfrage scheint auch jetzt schon relativ hoch zu sein, was natürlich, wie ich es auch schon bei dem Nike Dunk High gesagt habe, einfach bei diesen Colorways immer zu erwarten ist. Mit einem Retail von 150 Euro muss ich doch sagen, ist es relativ teuer. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass dieser Schuh hier relativ schwer zu bekommen sein wird. Ich denke jetzt nicht, dass er hier besonders limitiert sein wird. Das heißt, ihr habt hier auf jeden Fall für euer Personal Pair realistische Chancen, aber es ist auf jeden Fall hier ein weiterer unfassbar krasser Colorway und der Schuh sieht hier einfach wirklich sehr, sehr nice aus und ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass all diejenigen von euch, die ihn sich gerne für Personal holen möchten, Glück haben werden und sich ihr Paar sichern können. Es wird aber auf gar keinen Fall leicht werden. Damit rutschen wir dann aber auch schon in den Bereich der Rumors und geleakten Drops, die stattfinden sollen. Und den Anfang macht hier am 8.11. der Nike Dunk Low Foam Finger. Ich muss sagen, das Konzept dieses Schuhs finde ich sehr, sehr cool, aber auch sehr witzig. Denn wir haben hier eigentlich einen relativ schlichten Nike Dunk Low. Wir haben die grünen Farbakzente, den blauen Swoosh. Wo es aber auf jeden Fall crazy wird, das ist hier die Basis. Denn wir haben hier ein Puzzle bzw. mehrere übereinander gelegte Foam Fingers, wie man sie aus den USA eben kennt, von beispielsweise Football oder Baseball. Ich finde die Idee auf jeden Fall sehr, sehr cool. Der Schuh ist auch sehr, sehr crazy, weil wir hier einfach unfassbar viele Farben verarbeitet haben. Mit der Icy Outsole passt es aber in meinen Augen einfach unfassbar gut zusammen. Es ist sehr, sehr stimmig und ich finde den Schuh hier wirklich cool. Ich glaube, dass es hier auf jeden Fall ein Schuh sein wird, der ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen wird, weil er einfach was Besonderes ist. Leider weiß man zum jetzigen Zeitpunkt mal wieder nicht, ob es sich hier um einen US-Exclusive handeln wird oder ob er auch worldwide droppt. In der letzten Zeit sind ja ein paar von diesen echt crazy Colorways auf den Dunks leider gar nicht erst hier in der EU angekommen. Ich hoffe jetzt natürlich, dass es hier bei dem Schuh anders ist, weil es einfach hier für mich mal wieder ein echter, krasser Nike Dunk Low Colorway ist, weil sie sich hier einfach jetzt mal ein bisschen was trauen. Und genau das ist es, was ich mir einfach auch in der letzten Zeit von Nike erhofft habe. Und auch der nächste Schuh ist hier auf jeden Fall was ziemlich Krasses und er ist tatsächlich schon in der Nike Sneakers App in den USA gelistet worden. Für mich gehört er hier auf jeden Fall eigentlich noch in den Themenbereich Halloween, denn es ist hier der Zion Williams Air Jordan 1 Low oder auch der Air Jordan 1 Low Voodoo. Das Konzept dieses Schuhs finde ich hier sehr, sehr beeindruckend, weil man auch hier, wie schon bei dem vorher genannten Nike Dunk, ganz bricht mit allem, was man so bis jetzt hatte. Wir haben hier komplett andere Upper-Materialien, viele kleine Details, die für mich diesen Schuh eben auf jeden Fall einen Ticken interessanter machen. Dazu gehört zum Beispiel, dass eben die Löcher nicht wirklich vorne bei der Toebox eingestochen sind, sondern es sind hier kleine X'er eingenäht worden. Dazu kommt, dass wir hier so eine Art Leinen-Upper über den ganzen Schuh haben, was auf jeden Fall auch seinen Reiz ausmacht. Dann ist das Ganze eben hier in so einem grau-braun-grünen Farbton gehalten, was auf jeden Fall hier so ein bisschen für mich den Eindruck einer Vogelscheuche erweckt. Dann haben wir hinten drauf noch einen kleinen Totenknopf, bei dem ein Mini-Knopf eingenäht ist als Auge und viele weitere Details, wie beispielsweise das umgedrehte Air Jordan-Logo hinten auf dem Heel-Tab und Voodoo auf der Insole stehen und auf der anderen Seite bei dem anderen Schuh Zion. In meinen Augen ist es hier ein wirklich krasser Air Jordan 1 Low, der in meinen Augen auf jeden Fall konkurrieren kann mit Collabs wie beispielsweise Travis Scott. Der Hype wird jetzt natürlich nicht so hoch sein und der Schuh wird nicht so teuer werden. Nichtsdestotrotz glaube ich aber doch, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die diesen Schuh feiern und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir hier zeitnah den EU-Drop sehen werden, weil in meinen Augen ist das wieder ein echtes Brett. Und weitergehen tut es dann tatsächlich auch schon am 11.11. und hier sollen wir dann den Worldwide Release von dem Air Jordan 11 Midnight Navy sehen. Der Schuh hatte jetzt hier in der EU schon mal ein EA gesehen gehabt während den Member Days. Es ist auf jeden Fall ein wunderschöner Schuh und ich muss hier sagen, die Qualität von den Materialien sieht hier schon echt Bombe aus.
Insgesamt bin ich aber eigentlich mit dem Namen hier nicht ganz zufrieden. Dadurch, dass wir hier dieses besondere Upper vorne um die Torbox und so drumherum haben, finde ich, ist das hier gar nicht so wirklich in die Richtung Midnight Navy, sondern es entstehen hier bei mir so ein bisschen Lavendel-Vibes. Ich finde ihn auf jeden Fall interessant. Problem an der Geschichte ist hier leider, es ist zwar ein hochwertiger und echt cleaner Schuh. Ich habe auch schon mitbekommen, dass wir hier viele Leute in der Community haben, die tatsächlich ein reges Interesse an dem Schuh haben. Aber es ist hier leider wieder vermutlich ein Women's Size Run. Das bedeutet, dass diese Schuhe wieder nur bis maximal 44,5 erhältlich sein werden. Das heißt, alle, die leider hier einen größeren Fuß haben, ziehen den kürzeren. Ich hoffe natürlich, dass auch hier der Drop jetzt gar nicht mehr so weit entfernt ist, da eben auch das Feedback allgemein sehr, sehr positiv ist. Wir können auf jeden Fall nach vorne schauen, denn es ist ein weiterer neuer Air Jordan 11, der es wirklich in sich hat. Das ist aber gar nicht der einzige Schuh, den wir hier am 11.11. sehen sollen, denn der nächste ist hier unfassbar krass. Das ist einer der legendärsten Air Max, die es gibt. Und es ist ja der Air Max 97 Silver Bullet. Dieser Schuh ist einfach nur ein echter Klassiker unter allen Air Max Fans. Und hier ist es tatsächlich so, dass eben viele Leute diesen Schuh auch feiern, die sonst eigentlich gar nichts mit dieser Silhouette am Hut haben. Ich persönlich finde den Schuh auch extrem nice und es ist jetzt einfach am 11.11. angesetzt, dass wir hier wieder einen neuen weiteren Restock oder eben auch neuen Drop, eine Neuauflage von diesem Colorway sehen sollen. Ich schaue auf jeden Fall nach vorne und hoffe, dass es tatsächlich dann auch zu diesem Drop kommen wird. Denn die Materialien sind unfassbar krass. Die Details mit dem kleinen roten Swoosh oder auch den Reflective-Streifen, die auf dem Schuh sind. Es ist einfach ein wirklicher Klassiker, ein wirklicher wunderschöner Schuh. Und ich denke mal, dass auch wieder viele von euch in der Community dabei sein werden, die diesen Schuh extrem feiern. Und dementsprechend hoffe ich hier natürlich, dass die Stocknumbers auch nicht allzu limitiert sein werden. Es ist einfach ein wunderschöner Schuh und jeder, der hier früher oder später mal über diesen Colorway gestolpert ist, weiß, wie schwer es ist, im Laufe der Zeit hier diese Colorways zu kriegen. Und dementsprechend drücke ich euch hier auf jeden Fall die Daumen, dass ihr euch euer Paar für Personal sichern könnt. Es wird aber auf jeden Fall auch äußerst schwer werden. Damit kommen wir jetzt aber auch dann schon in den Bereich der ziemlich krassen Releases. Und den Anfang macht hier am 12.11. der Air Jordan 12 Armour Manier. Leider muss ich hier in dem Zusammenhang dazu sagen, dass es leider von dem helleren Colorway gar keine Meldung mehr gab. Es gab gar kein Feedback mehr, dass wir den Schuh hier tatsächlich sehen werden. Dafür haben wir jetzt hier schon bessere Bilder von dem Air Jordan 12 Armour Manier. Er ist auf jeden Fall hier etwas dezenter gehalten, dadurch, dass hier einfach auch nur mit Braun und Schwarz gearbeitet worden ist. Ich muss sagen, er macht aber wie die anderen Colorways von Armour Manier auf jeden Fall auch einen extrem hochwertigen Eindruck. Ich gehe jetzt hier davon aus, dass die Nachfrage relativ hoch sein wird, aber eben nicht so hoch, dass der Schuh besonders teuer werden wird. Die Qualität spricht hier mal wieder natürlich für sich. Und ist eben hier auch ein Indiz dahingehend, dass hier eben viele Air Jordan 12 Fans auf jeden Fall ihr Glück versuchen werden. Das Leder sieht auf jeden Fall extrem krass und hochwertig aus. Und ich finde, der Schuh macht auch auf jeden Fall was her. Ich hoffe aber natürlich, dass es jetzt auch dann Zeit dann noch irgendwelche Infos geben wird zu dem helleren Colorway. Allgemein gehe ich jetzt mal davon aus, dass der 12.11. hier das Datum sein wird, wo der Schuh über Armour Manier kommen wird. Aber dass dann eben auch der Worldwide Release gar nicht mehr so weit entfernt ist und wir dann zeitnah wahrscheinlich auch den Sneakers Release sehen werden. Und somit würde ich sagen, leiten wir dann aber auch direkt zu dem gehyptesten Release diesen Monat über. Und es ist in diesem Fall der Air Jordan 1 High Lost and Found oder auch Reimagined Chicago. Über den Schuh an sich, über die Theorie braucht man, glaube ich, hier nicht allzu viel reden. Der Schuh ist einfach nur unfassbar krass und was ganz Besonderes. Eben nicht nur, weil wir hier einen besonders krassen Colorway mit dem Chicago Colorway haben, sondern weil auch die Story ganz was Besonderes ist. Und natürlich, was man hier in dem Zusammenhang auch nicht vergessen darf, es ist anscheinend der meistproduzierte Air Jordan 1 High, den es bis jetzt je gegeben hat. Wenn wir uns jetzt hier mal die offiziellen Bilder angucken, die wir inzwischen haben, dann sieht man doch einige Details extrem gut und kann den Schuh sich sehr genau anschauen. In diesem Fall sieht man hier auf jeden Fall, dass viele Anteile des Leders hier in einem Cracked Leder Upper gehalten sind. Das bedeutet, das schwarze Leder obenrum um den Knöchel ist hier in einem schwarzen Cracked Leather Upper. Die weiße Basis ist hier ebenfalls in einem Cracked Leather Upper, was hier eben allgemein so ein bisschen das Feeling hervorruft, dass dieser Schuh aus dem Jahr 1985 bis heute irgendwo aufbewahrt worden ist und jetzt aus dem Schrank geholt und gefunden wurde. Dazu kommt eben diese leichte, agede Zunge mit diesem Gelbstich und natürlich wird das ganze Konzept weitergeführt bei der Schuhbox, die hier rein optisch den Eindruck erweckt, dass sie schon sehr, sehr lange irgendwo im Schrank lag. Dazu kommt, dass das Papier, was hier verwendet wird, worin der Schuh eingepackt ist,
in dem Design einer alten Zeitung gehalten ist. Und wir bekommen hier noch einen kleinen Kassenzettel aus dem Jahr 1985 dazu. In meinen Augen ist das hier, wenn nicht sogar vielleicht, der krasseste Release dieses Jahr. Denn ich finde es unfassbar stark, wie viele Gedanken sich Nike hier bei diesem Schuh gemacht hat. Es ist und bleibt in meinen Augen auf jeden Fall einer der stärksten Air Jordan 1 Highs, die sie so in der letzten Zeit rausgebracht haben. Es ist für mich ein Must-Cop und ich habe jetzt auch schon mitbekommen, dass viele Leute versuchen werden, sich diesen Schuh zu holen. Allerdings habe ich eben auch genauso viele schon gehört, die gesagt haben, aufgrund des ganzen Hickhacks mit dem Backdooring und dem Drum und Dran, dass sie hier in diesem Fall passen werden. Mich würde natürlich in dem Zusammenhang hier eure Meinung interessieren. Schreibt mir doch gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr hier mitmachen werdet. Und wenn ihr kein Glück haben solltet, was hoffentlich nicht allzu oft der Fall sein wird, ob ihr dann wirklich dazu bereit seid, auch den Schuh im Resale zu kaufen. Ich persönlich werde es auf jeden Fall tun, weil mindestens ein Exemplar muss davon in meiner Sammlung landen. Und wo wir gerade schon im Bereich der wirklich cleanen Air Jordan 1 High sind, kommen wir jetzt hier zu einem Colorway, der auf jeden Fall auch was Besonderes ist. Und wir hatten ja in der Vergangenheit schon gesehen, dass der Air Jordan 1 High Midnight Navy und auch der Bordeaux beide hier wirklich gut bei den Leuten angekommen sind. Klar, ein großer Kritikpunkt war, dass das Air Jordan Logo in dem Fall hier so ein Plastikding ist. Aber insgesamt mit dem silbernen Swoosh kamen beide Colorways extrem gut an. Und auf dieses Feedback hat in diesem Fall Nike jetzt gehört und wir bekommen wahrscheinlich dann am 19.11. den Air Jordan 1 High George Green. Es ist hier eigentlich so ziemlich das gleiche Prinzip, was hier für den Bordeaux und auch den Midnight Navy verwendet worden ist. Allerdings haben wir jetzt hier eben den Unterschied zum Midnight Navy, dass wir hier keine Lederzunge haben, sondern wir haben hier wieder eine Stoffzunge. Nichtsdestotrotz ist es einfach unfassbar clean und mit dem silbernen Swoosh wird hier auf jeden Fall nochmal ein schöner Farbakzent gesetzt. Die Qualität sieht auf jeden Fall aber auch sehr, sehr interessant und sehr gut aus. Ich denke mal, dass auch hier wieder die Nachfrage relativ hoch sein wird. Klar, der Air Jordan 1 Hype ist hier ein bisschen am Abflachen, aber der Bordeaux Colorway kam schon relativ gut an, auch wenn er nicht allzu viel im Resale ging. Ebenso schätze ich hier den George Green Colorway ein. Ich denke mal, dass auch hier wieder viele von euch dabei sein werden, die sich diesen Schuh gerne holen möchten. Ich glaube, dass es für euch auf jeden Fall eine realistische Chance geben wird, dass ihr den Schuh bekommt. Denn wie gesagt, der Air Jordan 1 Hype ist hier ein bisschen am Abflachen. Aber ihr solltet auf jeden Fall trotzdem die Augen offen halten und vielleicht versuchen, dann bei der Sneakers-App relativ schnell mitzumachen. Denn auch wenn das Risiko besteht, dass die Schuhe hier vielleicht sitzen bleiben werden, würde ich mich da auf gar keinen Fall drauf verlassen. Jetzt sind wir aber auch schon beim letzten Release angelangt, bei dem wir ein ungefähres Release-Datum haben. Und es ist auf jeden Fall auch ein Schuh, auf den sehr viele, inklusive mir, auf jeden Fall gewartet haben. Denn es handelt sich hier um die Kollaboration zwischen DJ Khaled und Air Jordan auf dem Air Jordan 5. Mit der We The Best Kollektion ist es jetzt endlich soweit, dass hier von DJ Khaled mal eine Collab für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Allerdings wissen wir jetzt hier in dem Zusammenhang leider noch nicht, welche Schuhe genau in der Öffentlichkeit rauskommen sollen. Es gab jetzt schon mehrere Gerüchte, dass es 2, dass es 3 Colorways sein sollen. Da wir jetzt hier aber vor allem von dem Orange-Pink-Farbton, Peach-Farbton von dem Air Jordan 5 offizielle Bilder haben, gehe ich mal stark davon aus, dass das auf jeden Fall der erste sein wird, der hier sein General Release sehen wird. Ich muss hier in dem Zusammenhang auf jeden Fall dazu sagen, dass die Qualität von dem Upper-Material, was hier verwendet wird, einfach nur unfassbar krass ist. Ich habe so eine Qualität tatsächlich noch nie auf einem Air Jordan 5 gesehen und auch allgemein ist so ein Leder doch äußerst selten auf den Air Jordans zu finden. Wir haben hier auch viele kleine schöne Details, wie eben die durchsichtige Outsole. Dann haben wir hinten auf der Ferse We The Best stehen. Auf der Innenseite der Zunge steht Keep Going. Es ist einfach ein unfassbar krasser Schuh, ein unfassbar rundes Paket. Und mit dem weißen Colorway haben wir hier dank Private Selection auf jeden Fall noch einen besseren Einblick bekommen, wie so die anderen Colorways aussehen werden. Ich hoffe natürlich, dass wir hier auch noch weitere Colorways dann im Laufe des Novembers oder Dezembers vielleicht geleakt bekommen oder tatsächlich bestätigt bekommen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer werden, weil einfach nicht nur die ganzen Air Jordan 5 Fans hier natürlich ihr Glück versuchen werden, sondern weil es einfach ein äußerst geschichtsträchtiger Moment ist, dass hier endlich mal eine DJ Khaled Collab für uns alle zugänglich gemacht wird. Was den 28. betrifft, können wir jetzt glaube ich auf den Peach Farbton hoffen. Nichtsdestotrotz hier auf jeden Fall ein Drop, auf den ich auch wirklich hype bin und mich dann freue, wenn man hier noch bessere Fotos bekommt und auch die ersten On-Feedpicks. Euch wird jetzt sicherlich aufgefallen sein, dass hier 2 Schuhe noch in dem Ranking für den November fehlen. In diesem Fall hat es hier einen ganz besonderen Grund, denn wir haben hier kein klares Datum oder wir haben zu viele verschiedene, als dass ich gesagt hätte, ich kann das irgendwie verlässlich zuordnen.
Den Anfang machen wir jetzt hier mit einem äußerst krassen Air Jordan 4, der auf jeden Fall auch sehr, sehr gehypt ist und auf den auch sehr, sehr viele warten. Und in diesem Fall ist es hier der Air Jordan 4 Armour Manier, der ja auch schon sehr, sehr lange in der Gerüchteküche unterwegs war und diesen Monat soll es jetzt endlich soweit sein. Warum habe ich den Schuh jetzt hier in die Kategorie No Date geschoben? Das Ganze liegt daran, dass wir einfach inzwischen drei verschiedene Release Dates haben, an welchen der Schuh hier droppen soll. Ursprünglich war ja der 30.11. angesetzt. Zu diesem Datum kam dann aber eigentlich nichts mehr. Auf einmal stand er dann für den 19.11. fest und jetzt inzwischen soll er ein Pushback auf den 22. oder den 23. bekommen haben. Dementsprechend versteht ihr hier jetzt vielleicht, warum ich das Ganze nicht zuordnen wollte, denn es ist einfach hier offen, wann wir welchen Release sehen werden. Fangen wir aber doch erstmal mit dem Schuh an sich an. Es ist hier ein Schuh in einer braun-lilanen Basis, der auf jeden Fall hier wieder top in das Konzept von Armour Manier reinpasst. Er ist einfach wunderschön, weil er einfach so schlicht und rund ist, wie es nur geht. Die Qualität sieht in dem Zusammenhang hier auch wieder unfassbar krass aus. Hier sind wir aber tatsächlich auch schon von den Armour Manier Releases hier gewohnt, weil sie einfach wirklich mit jedem Schuh delivern und jeder Schuh ist hier echt krass. Insgesamt ist es hier, wie gesagt, ein braun-lilanes Upper-Material. Wir haben hier hinten zusätzlich noch eine kleine Niete, wo meines Wissens nach noch ein kleines A für Armour Manier dabei ist. Dann haben wir hier auf der Zunge auf der einen Seite eben das Air Jordan Logo und auf der anderen Seite das Armour Manier Logo, auch wie wir das schon kennen. Zusätzlich ist ja auch die Innenseite wieder extrem speziell, weil sie sich hier einfach, wie sie es schon öfter gemacht haben, wieder auf das Quilted-Material auf der Innenseite berufen haben, was hier auf jeden Fall eine extrem hohe Komfortabilität bewirken soll. Was ich so mitbekommen habe, sollen die Schuhe unfassbar comfy sein. Die Nachfrage und der Hype zum jetzigen Zeitpunkt sind schon extrem krass, was ich auf jeden Fall nachvollziehen kann, weil mit den Releases, die so bis jetzt stattgefunden haben, hat Armour Manier wirklich jedes Mal extrem abgeliefert. Aber mit dem hohen Hype und der hohen Nachfrage geht natürlich wahrscheinlich auch ein ziemlich hoher Resale-Preis einher. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Schuhe noch relativ hoch einsortiert. Ich werde da aber auf jeden Fall im Laufe des Novembers noch etwas konkreter werden. Zu den Stückzahlen wissen wir leider zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nichts. Ich gehe aber stark davon aus, dass auch dieser Schuh hier wieder in zwei Etappen droppen wird. Zum einen erstmal über die Armour Manier Website. In diesem Fall war es hier in der Vergangenheit eher schwierig bis selten, dass man hier den Schuh tatsächlich aus der EU auch kaufen konnte, denn es war meistens US Exclusive Raffles oder es waren US Exclusive Drops. Insgesamt gehe ich davon aus, dass hier der Drop wahrscheinlich über die Website am 19. dann oder am 22., 23. stattfinden wird. Und der Worldwide Release dann tatsächlich Ende November stattfinden wird über die Sneakers App. Ich kann mich jetzt hier natürlich auch täuschen und der 19. ist der Armour Manier Drop und der 22., 23. dann der Sneakers Drop. Aber wir sind hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen schlauer und näher dran vor allem an diesem Drop. Und ich werde euch da auch natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten. Ich bin mega hyped. Lasst mich doch auch gerne unten in den Kommentaren wissen, wie hyped ihr auf diesen Schuh seid. Ich bin auf jeden Fall gespannt und werde auch hier mein Glück versuchen und werde euch natürlich die Daumen drücken. Damit kommen wir zum zweiten Release ohne Release-Date und in diesem Fall ist es auch hier ein sehnlichst erwarteter Schuh und leider der letzte Drop, von dem wir zumindest zum jetzigen Zeitpunkt für den November wissen. Und in diesem Fall handelt es sich hier um die Collab zwischen Huf oder Huff. Ich habe es immer noch nicht gelernt. Und in diesem Fall sind es hier die zwei Colorways, nämlich der New York Colorway und der San Francisco Colorway. Beide haben ja jetzt am 22. Oktober schon ihren Release gesehen in den Skate-Shops in den USA. Im November soll es aber dann tatsächlich auch zu einem Nike-Sneakers-Drop kommen, der für uns alle zugänglich gemacht sein wird. Wir haben hier auf jeden Fall auch wieder extrem viele krasse Details. Wir haben auf der Toebox vorne Hoofs stehen mit dem kleinen Nike-Swoosh aus Metall. Dann haben wir in der mittleren Partie des Nike SB hier das kleine Gimmick bzw. das Detail, dass das Upper-Material hier entfernbar ist und darunter zum Vorschein dann eben hier zweimal ein Tie-Dye-Muster kommt, was eben so ein bisschen im Konzept dieser beiden SBs gehalten ist. Dazu haben wir jetzt hier eben einen insgesamt leichten Vintage-Look, der auf jeden Fall auch seinen Reiz ausmacht. Vorne auf der Zunge steht dann eben noch die Stadt drauf, für welche dieser Schuh gemacht worden ist. Und dann eben noch ein unfassbar krasses Detail, was ich wirklich, wirklich, wirklich stark finde an diesem Schuh und was für mich auf jeden Fall auch wieder hier den Reiz ausmacht und für mich hier bewirkt, dass ich sage, ich möchte es auf jeden Fall mal versuchen, dass wir hinten auf dem Heeltap hier eben ein Reflective Upper Material haben, was jeweils die Skyline von den beiden Städten hier repräsentiert. Ich finde die Idee und die Umsetzung beides extrem stark von Nike und damit kommen wir wieder zu dem Punkt, dass wir hier auch mit den Collabs in der letzten Zeit doch wieder einen leichten Aufwärtstrend mit Nike sehen. Sie geben sich hier auf jeden Fall Mühe.
Ich bin auf jeden Fall aber auch gespannt, wie denn der Drop so ablaufen wird, denn ich gehe hier stark davon aus, dadurch, dass es nicht nur eben ein SB ist, sondern auch eine Collab, dass zwar die Qualität hier wieder wie in allen Fällen und das Konzept eben mega krass sind, aber dass es wahrscheinlich auch extrem limitierte Stückzahlen sein werden. Ich sehe hier doch das Risiko, dass jeder Colorway einzeln hier wahrscheinlich im einstelligen Tausenderbereich sein wird. Wenn es hierzu aber dann weitere Infos gibt und ich vielleicht noch irgendwo in Erfahrung bringen kann, wie die Stocknumbers aussehen, dann werde ich euch natürlich auch hier wieder up to date halten. Denn was ich so mitbekommen habe, ist hier allgemein die Nachfrage nach diesem Schuh und auch die Erwartung extrem krass. Was ich eben auch, wie gesagt, verstehen kann, weil es hier ein weiterer SB ist und mit den SBs liefert Nike einfach in der letzten Zeit ab. Das war es aber dann auch leider schon wieder von meiner Seite für dieses Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gut gefallen. Wenn es ist, dann lasst mir doch gerne ein Like, ein Abo und ein Kommi da. Und wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos wieder, Freunde. Bis dahin, haut rein.